Gut, also es ist 13 Uhr. Herzlich willkommen zum EduGIS-Seminar für Dozierende. Heute zum Thema, zum Fokusthema Smart Urban Planning. Wir haben einige, über ein Dutzend an Teilnehmenden, was wir sehen, und vielleicht stoßen ja noch einige dazu. Ich bin Christian Seiler, ich bin diplomierter Geograf und habe letztes Jahr noch und arbeite seit 15 Jahren bei der ÖSI Schweiz AG und habe letztes Jahr meine Dissertation abgeschlossen, war 6 Jahre an der ETH für ein Forschungsthema, aber auch als Dozent und hatte so einige Erfahrungen sammeln können mit GIS in der Lehre. Ich begleite Sie in diesem Seminar. Ich mache ein bisschen die Moderation und stelle Ihnen kurz die Agenda vor. Ich erkläre Ihnen zuerst etwas kurz, was diese Reihe, diese EduGIS-Reihe in sich hat. Dann etwas zu den aktuellen Themen auf GIS-IQ, bevor wir dann zum Hauptthema, zu Smart Urban Planning, das mein Kollege, mein Experte dann übernehmen wird. Und am Ende gehen wir noch in die Frage rein, wie wir dann dieses Thema auch in die Lehre einsetzen können. Die EduGIS-Chats oder EduGIS-Seminare haben einen unterschiedlichen Namen, weil wir haben sie vor einer Woche zum ersten Mal ins Leben gerufen. Wir wollen fokussiert, kompakt Themen zu ESRI-Technologien Ihnen weitergeben. GIS-Chats sind gedacht für wirklich kleine, fokussierte Inhalte. Letztes Mal hatten wir den Map-Viewer von ArcGIS Online. Da ging es wirklich nur um den Map-Viewer innerhalb von 45 Minuten. Es sind also nicht ganze Fortbildungen, sondern es sind quasi erste Einführungen. Und beim Seminar eigentlich das Gleiche. Es sind dort Fokusthemen, aber sie sollen einfach einen ersten Einblick, einen ersten Einstieg geben. Bei Seminaren eher für Leute, die schon aus dem Fach sind. Also heute nehme ich mal an, dass Sie alle schon mal etwas zu Smart City oder Urban Planning gehört haben und dort Eindrücke bekommen, wie wir als Firma das beibringen. Sie finden uns als ESRI Education, Higher Education Team auf dem ESRI-Blog GIS-IQ, den wahrscheinlich die meisten von Ihnen bereits schon kennen. Es gibt hier den Abschnitt Hochschule. Und hier drin finden Sie auch die Chat-Reihe. Jetzt muss ich da auf mein Dings. So. Also wenn Sie auf GIS-IQ kommen, sehen Sie aktuell diese Blogposts. Und wir haben für die EduGIS-Reihe speziell einen Banner gebaut. Wenn Sie hier draufklicken, dann kommen Sie auf die ganzen Termine, die wir dieses Jahr anbieten, aber auch auf Aufzeichnungen oder auf Chats früher Termine, wie beispielsweise jetzt eben jenen von letzter Woche, letzten Mittwoch mit der ArcGIS Online Webkarte. So. Genau. Aktuell auch im Higher Education Team ist der Young Scholar Wettbewerb, der steht wieder an. Da ist Einsendeschluss für die Studierenden der 15. April. Also Sie haben noch 2 Monate Zeit. Sie finden Details, was die Studierenden machen müssen, was sie dann auch kriegen. Wenn sie gewinnen, kriegen sie alles beschrieben auf GIS-IQ. Gut, dann heute, wie gesagt, das Thema, das Seminarthema Smart Urban Planning. Es geht um die Keywords dazu, sind Digital Twin oder GIS als Planungs- und Infrastrukturplattform. Und wir wollen auch ein paar Ziele für uns, für Sie haben wir aufgeschrieben. Wir wollen, dass Sie lernen, wie der Digital Twin als Basiskonzept für Urban Planning aussieht, aus Sicht von uns. Dass Sie lernen, dass ArcGIS als Planungs- und Infrastrukturplattform benutzt werden kann und die verschiedenen relevanten Bereiche der Stadtplanung damit umsetzen können. Und wir wollen natürlich auch, dass Sie aus dem Spektrum des Angebots Ideen generieren können, wie Sie das in der Lehre einsetzen können. Das dann nach dem Vortrag oder nach der Präsentation
von unserem Referenten, von unserem Experten Thomas Koblet. Er ist seit längerer Zeit, arbeitet bei ESI und widmet sich dem Thema ArcGIS Urban. Und er wird sich jetzt aber gleich selbst einführen. Hiermit übergebe ich dir, Thomas, das Wort. Ja, danke. Danke, Christian. Guten Nachmittag. Mein Name ist Thomas Koblet. Ich bin ebenfalls Geografe. Ich habe ebenfalls wie Christian an der ETH gearbeitet. Ich war da eine Weile am Institut für Kartografie und Geoinformation bei Lorenz Hurni und habe mich dort vor allem mit einem Schulatlas in der Schweiz beschäftigt, einem Schweizer Weltatlas. Aber jetzt bin ich auch schon seit 6 Jahren bei ESRI und beschäftige mich da vor allem mit Themen, wie wird eine Stadt, eine Region smart? Und da ist das Thema Planung, nachhaltige Stadtplanung, Regionalentwicklung ist ein sehr großes Thema. Und da möchte ich Ihnen heute im Rahmen von einer Live-Demo vorstellen, wie man ArcGIS eben als Planungs- und Infrastrukturplattform einsetzen kann. Wir haben dazu eine Webseite gebaut oder eben den Zugang zu dieser Plattform für Sie heute auch öffentlich gemacht. Sie können entweder diesen Link abtippen, das ist smart-urban-planning-smartgeohub.hub.argis.com. Das ist ein bisschen eine lange URL, ich gebe Ihnen da ein bisschen Zeit zum Abtippen. Wir werden die Slides und auch die Aufnahme im Verlauf des Tages noch veröffentlichen. Also wenn Sie einen Fehler tippen, zu faul sind oder zu wenig Zeit haben, dann können Sie das gerne alles heute Nachmittag noch machen. Diejenigen, die mir während der Präsentation folgen möchten, bitte ich jetzt, diese Webseite zu öffnen. Und dann wird das folgendermaßen aussehen. Und ich wechsle jetzt da auf die Live-Demo, auf diese Webseite. Sie sehen da bereits rechts oben, man kann sich anmelden zu dieser Smart Urban Planning Plattform oder zu dieser Planungsplattform. Ich habe für heute alle Inhalte, die wir zur Verfügung haben, die sind öffentlich zugänglich. Sie können sich das aber auch so vorstellen, dass das jetzt diese Planungsplattform ist, ein Connected Data Environment, also Zugriff auf alle Daten, alle Applikationen über verschiedene Rollen mit Anmeldung, dass man da nicht auf alle Inhalte zugreifen kann. Ich werde im Verlauf der Demo, der Präsentation auch einige Inhalte zeigen, wo ich dann eben angemeldet bin. Ich werde das dann zur gegebenen Zeit noch erwähnen. Sie sehen als Einstieg ein Bild, das ist eine 3D-Szene. Sie können da drin frei navigieren. Viele von Ihnen, die werden vermutlich erkennen, was das genau ist. Man sieht da noch so eine Landebahn, das ist der Flughafen Berlin-Tegel. Ist ja nicht mehr für den Flugverkehr zugelassen und das ist ein großes Gebiet, das in Zukunft neu geplant werden, neu entwickelt werden kann. Und genau für solche Gebiete haben wir mit ArcGIS Werkzeuge zur Verfügung, um eben da die ganzen Entwicklungen zu managen, die Daten zu managen und dann verschiedene Planungen vorzunehmen. Wir haben hier so eine Masterplanung gemacht. Das ist dieses Kurt-Schumacher-Quartier, das da entstehen soll. Das ist basierend auf einer früheren Masterplanung von Berlin mit ein bisschen frei interpretiert mit Gebäuden, die da hinkommen. Sie können das gerne selber mal ein bisschen erkunden, wie sich das anfühlt. Für diejenigen, die bereits mit ArcGIS arbeiten, das ist eine ArcGIS-Web-Scene, die so in eine Seite eingebunden werden kann. Jetzt, ich werde zuerst heute durch die Grundlagen durchgehen. So ein zentrales Konzept von so einer Planungsplattform ist das Konzept des digitalen Zwillings und was wir so unter einem digitalen Zwilling verstehen, also die Abbildung der realen Welt in einer digitalen Umgebung. Sehr häufig sind das dreidimensionale Daten, kombiniert dann mit verschiedenen weiteren Daten, Echtzeitdaten, statistischen Daten, Planungsdaten. Und den Einstieg möchte ich aber machen mit den Daten, wie so ein Datenzugriff aussehen kann, wie man über so eine Planungsplattform der Öffentlichkeit oder verschiedenen Stakeholdern auch
Daten zur Verfügung stellen kann. Und diejenigen, die jetzt mit mir da auf der Webseite drauf sind, die können da gerne mal den Datenzugriff da draufklicken und sie werden hier auf so eine Datenseite kommen und haben da verschiedene Datensätze zur Verfügung, in dem Beispiel alles öffentliche Daten, die zum Beispiel von Berlin als Open Data zur Verfügung gestellt werden. In diesem Beispiel ist das das 3D-Stadtmodell der Stadt Berlin. Sie können das, wie gesagt, gerne da entdecken. Sie können da auch direkt da drin eigene Szenen erstellen. Eine Szene ist eine dreidimensionale Karte. Wenn wir in 2D von einer Karte, von einer Map sprechen, dann sprechen wir im dreidimensionalen Bereich von einer Szene, von einer Webszene und haben da die Gebäude der Stadt Berlin für eigene Anwendungen da drin zur Verfügung. Ich möchte da zum Thema Daten noch ein zweites Beispiel zeigen. Das ist jetzt eine Szene, die kann man direkt im Browser dann weiterverwenden. Wir haben da Kategorien eingefügt. Wenn man da die Grundlagen auswählt, dann haben wir hier einen Datensatz drin. Das ist der Zonenplan von Zürich. Der Zonenplan, das ist die gesetzliche Grundlage, wie gebaut werden darf. Die Bauzonenordnung ist das in der Schweiz, in Deutschland sind das Flächennutzungspläne oder Bebauungspläne. Wir haben hier diesen Datensatz, auch den können wir direkt in einer Karte, 2D-Bereich in einer Karte verwenden. Und Sie werden da gleich sehen, wir haben da Zugriff auf die verschiedensten Attribute, die in diesem Datensatz mit drin sind, also die Bauzonen. Da wird drin definiert, wie hoch darf gebaut werden, wie dicht darf gebaut werden. Das ist die Geschossflächenzahl in Deutschland, Ausnutzungsziffer in der Schweiz, wie viele Stockwerke sind erlaubt, Grenzabstände und so weiter. Man kann also mit diesen Daten die direkt selber weiterverwenden oder man kann die auch als Schnittstelle über die APIs anbinden oder in verschiedene Formate direkt von so einer Planungsplattform herunterladen und hat die dann physisch bei sich auf dem Computer. Also als erste Grundlage einer Planungsplattform hätten wir die Daten. Sie können das gerne selber dann ein bisschen entdecken. Da sind einige Datensätze mit drin. Als nächstes möchte ich das Konzept vom digitalen Zwilling noch ein bisschen genauer beleuchten und welche Art von Daten wir in einem digitalen Zwilling drin verwenden können, immer mit ein bisschen Fokus auf die Planung. Und zwar, ich habe es erwähnt, ein digitaler Zwilling als digitales Abbild einer Stadt oder eines Gebäudes. Und welche Daten unterscheiden wir da oder welche Datentypen unterscheiden wir da? Ich habe Ihnen da 5 Beispiele von unterschiedlichen Daten mit drin und ich beginne da mal mit dem ersten Beispiel und zwar mit dem Stadtmodell von Hamburg. Wir werden sehr häufig in der Planung und auch in den kommenden Beispielen wieder auf solche Stadtmodelle stoßen. Aus Berlin ebenfalls ein ähnliches Modell. Das ist ein sogenanntes LOD2-Modell, Level of Detail 2. Das sind Vektordaten, dreidimensionale Vektordaten. Sie können da in dieser dreidimensionalen Szene drin, können Sie einzelne Gebäude auswählen und haben dadurch dann Zugriff auf die Attributstabelle. Also wir haben hier Vektordaten 3D in einer Szene drin, Zugriff auf die einzelnen Gebäude plus Zugriff auf die Attribute und die Möglichkeit, diese Attribute für Analysen, für Abfragen zu verwenden. Also erste Möglichkeit oder erster Datentyp im dreidimensionalen Bereich, das sind Vektordaten, hier ein Gebäudemodell, LOD2, Level of Detail 2, also nicht nur Klötze mit einer Höhe, sondern inklusive Dachformen. Das zweite Beispiel, das ist ein Beispiel aus Köln. Das ist jetzt eine Punktwolke, Laserscan-Aufnahmen, Millionen von Punkten, die performant über den Browser gestreamt werden können. Auch da drin kann navigiert werden und wir haben auch da drin Möglichkeiten, diese Daten direkt zu analysieren, beispielsweise Höhen zu messen. Also wenn ich da mal zur Brücke gehe und die Höhe messe, dann kann ich das direkt interaktiv in dieser Punktwolke vornehmen.
Diese Punktwolken können von Drohnenaufnahmen stammen, Satellitenaufnahmen stammen. Und wir haben da dann die Möglichkeit, aus diesen Daten LOD2-Gebäudemodelle abzuleiten. Hier ein Beispiel, wie das dann aussehen könnte. Nochmal ein Wort zu diesen Punktwolken. Wir haben die in diesem Beispiel eingefärbt nach Höhe. Die Farbe, je blauer, desto höher. Diese Einfärbung, die kann auch nach ganz unterschiedlichen Kriterien sein, beispielsweise nach Farbwert oder nach Klasse. Also wir können da die Bäume rausklassieren, wir können Gebäude so klassieren. Und das sind Operationen, die wir mit ArcGIS durchführen können. In dem Beispiel hier ist das nach Farbwert eingefärbt. Daraus abgeleitet, LOD2-Modelle oder auch digitale Oberflächenmodelle, die wir da erstellen können. Dann, wenn wir von so 3D-Stadtmodellen sprechen, dann ist das dritte Beispiel ein Beispiel aus Frankfurt, auch ein Datentyp, den wir häufig antreffen, sogenannte Integrated Meshes, also fotorealistische Darstellung von Gebäuden. In dem Beispiel da können wir da auch wieder sehr performant in dieser 3D-Szene navigieren. Im Unterschied zum Beispiel aus Hamburg haben wir keine Attribute. Wir können die Gebäude nicht einzeln auswählen. Wir könnten das theoretisch miteinander kombinieren. Ist in dem Beispiel hier nicht geschehen. Und auch das ist ein Resultat, das wir aus einer Laserscan-Befliegung so generieren können. Einfärbung nach Farbe und dann so ein sogenanntes Integrated Mesh erstellen, dass wir da also sehr detailliert auf die Fassaden zugreifen können und die Gebäude entsprechend modellieren können. Also digitaler Zwilling, 3D-Modelle von Städten als Grundlage. Jetzt ein digitaler Zwilling, der hört natürlich nicht nur bei so einem Stadtmodell auf, sondern es ist immer die Kombination von verschiedenen Daten oder man geht ins Gebäude rein oder man kann in den Untergrund reingehen. Ich habe hier noch ein Beispiel von unseren Kollegen von ESRI Frankreich aus Paris. Da geht es um Planung von neuen Stadtteilen, neuen Bahnhöfen, neuen Bauwerken und wir haben da jetzt im 3D-Stadtmodell drin ein detailliertes Modell einer Fabrik. Wir sprechen da von der CAD oder BIM-Integration. Das heißt, wenn Sie mit BIM-Modellen arbeiten, mit detaillierten CAD-Modellen arbeiten, können Sie diese Daten ebenfalls direkt in ArcGIS verwenden und haben über diese Planungsplattform auch Zugang zu allen Strukturelementen in dem Beispiel drin, in dieser Fabrik drin. Oder da ist noch haben wir noch ein zweites Modell integriert. Da geht es um die Neugestaltung dieses Bahnhofs mit Infrastrukturobjekten. Also wenn es in den Tiefbau reingeht, Sie sehen hier detaillierte Modelle von geplanten Bauwerken, Straßenbauwerken oder dann, da gehe ich jetzt mal in den Untergrund, von geplanten Tunnels und anderen Bahnhofinfrastrukturen, die wir da drin haben. Und auch hier, wir haben da immer die Möglichkeit, darin zu navigieren. Wir können Analysen machen. Wir können dann auch die Versorgung mit berücksichtigen, Versorgung, also Gas, Elektrizität, Wasser, Entsorgung, Abwasser und haben da Zugriff auf dieses Connected Data Environment und können eben diese Daten auch im GIS drin mitverwenden. Also als Teil des digitalen Zwillings nicht nur 3D-Gebäudemodelle, sondern im Untergrund Ver- und Entsorgung oder im Gebäude drin Zugriff auf einzelne Strukturelemente. Zum Beispiel Gebäude habe ich da noch ein detaillierteres Beispiel. Vielleicht kennen Sie das auch bereits. Das ist in den letzten Monaten und Jahren schon häufiger durch unsere Publikationen gegeistert. Das ist
eine Bibliothek in Neuseeland, in Christchurch, die Turanga Library. Und für all diejenigen, die eben mit diesen Bau- und Baustellen-Workflows arbeiten, ist das ein sehr interessantes Beispiel, weil wir hier die Informationen aus einem BIM-Modell direkt in den Kontext eines Stadtmodells integrieren können. Sie sehen hier diese Bibliothek, das ist ein schönes 3D-Modell und da haben wir jetzt Zugriff auf einerseits die einzelnen Stockwerke, also wir können da direkt in 3D-Modell drin schauen, was ist da im Gebäude mit drin und können da auch auf die verschiedenen Strukturelemente zugreifen aus der Architekturplanung, Strukturelemente, elektrische Installationen und haben all diese Informationen ebenfalls im GIS drin und nicht nur in der BIM-Software, wo die ganzen Prozesse geplant werden. Das als Intro zum digitalen Zwilling und welche Daten wir da alles mit berücksichtigen können. Und ich möchte jetzt noch ein bisschen den Fokus auf die Stadtplanung legen und Ihnen einige Beispiele zeigen, wenn es ums Thema Urban Planning geht. Wir haben da ja eine Software, ArcGIS Urban, die eben genau für die Planerinnen und Planer geschaffen wurde. Und ich habe da am 6. Januar im Tagesanzeiger ist die Tageszeitung in Zürich, einen Artikel gefunden mit diesem schönen Bild. Und zwar geht es hier um das Thema Verdichtung in Neu-Oerlikon. Neu-Oerlikon ist ein neuer Stadtteil in Zürich. Diejenigen, die sich in Zürich ein bisschen auskennen, die werden hier den Bahnhof Oerlikon erkennen und da entstehen in den nächsten Jahren bis Jahrzehnten entsteht da ein neuer Stadtteil. Bestehende Gebäude werden umgenutzt, abgerissen, verdichtet, es entsteht Neues und diese Darstellung, wie Sie sie hier sehen, die könnte direkt so aus ArcGIS Urban exportiert sein und mit dem Beispiel als Einstieg möchte ich gerne dieses Beispiel mal in ArcGIS Urban betrachten, wie das dann in der Planungssoftware drin aussieht. Sie können das gerne auch machen. Bei Ihnen wird es genau so aussehen, wie bei mir ist. Ich werde mich jetzt da anmelden mit meinem Benutzernamen und habe jetzt dann Zugriff auf diese gesamte Planungsplattform und die entsprechenden Inhalte. Und kann dann auch in meiner Rolle als Stadtplaner da neue Inhalte generieren und damit arbeiten. ArcGIS Urban ist eine Webanwendung. Ich bin da im Browser drin. Ich habe da Zugriff auf verschiedene Datensätze. Sie sehen, da ist der digitale Zwilling der Stadt Zürich ist da wieder erkennbar, ein 3D-Stadtmodell. Sie sehen da verschiedene farbige Punkte auf der Karte. Das sind die aktuellen Bauprojekte, die in Zürich momentan in Umsetzung sind oder geplant sind. Und rechts oben sehen Sie, ich bin jetzt angemeldet mit meinem Benutzer. Links sehen Sie das Menü mit den wichtigsten Funktionen. Wir unterscheiden zwischen Projekten und Plänen. Projekte, kurzfristige Projekte, also als Beispiel hätten wir da ein Schulhaus Alment. Das war in Zürich jetzt vor ein bisschen mehr als einem Jahr eine Abstimmung darüber. Wir können da verschiedene Entwürfe, verschiedene Vorschläge, das hier sind die Resultate eines Architekturwettbewerbs, direkt in den digitalen Zwilling integrieren und können diese Informationen so bereitstellen. Das hier ist jetzt der Entwurf dieses Projekts Salto, das wird so auch gebaut. Also Möglichkeit, die Entwürfe beispielsweise eines Wettbewerbs direkt im digitalen Zwilling darzustellen. So, nun gehe ich zu diesem Gebiet Neu-Oerlikon, dieser Entwicklung Neu-Oerlikon. Sie haben das vielleicht noch im Kopf, die Ansicht aus dem Tagesanzeiger, wie das aussieht. Wir haben das entsprechend
entsprechend der Nutzung eingefärbt. Also Sie sehen da blau, das ist Büronutzung, gelb, das ist Wohnnutzung, noch einige andere Nutzungsarten. Und mit diesem Entwurf, wie wir ihn hier sehen, kommen wir zu verschiedenen Kennzahlen. Also wir können da mit diesem Entwurf genau berechnen, wie viele Menschen werden da in Zukunft leben können, arbeiten können. Wir haben einen gewissen Modalsplit angenommen, also wie viele tägliche Fahrten werden in dieses Gebiet stattfinden. Das heißt, Mobilitätsplanung kann ebenfalls mit ArcGIS Urban initiiert werden. Zudem berechnen wir einige Parameter rund um Energie und Verbrauch, und ich werde Ihnen gleich nachher noch zeigen, wie man zu diesen Kennzahlen kommt oder worauf diese Kennzahlen schlussendlich beruhen. Jetzt bietet ArcGIS Urban die Möglichkeit, verschiedene Szenarien zu erstellen. Wir haben hier ein Szenario Verdichtung. Wenn wir das mit dem Stand heute mal vergleichen, dann ist das also sehen Sie, haben wir da Gebäude, neue Gebäude geplant, andere haben wir verdichtet. Und wir haben hier in diesem Gebiet noch drei Baulücken. Das sind heute sind das Wiesen, die aber in einer Bauzone drin sind, also man darf da neue Gebäude draufbauen, und wir haben da mal diese Baulücken mit drei Geschäftsbauten ausgefüllt und haben hier genau den Vergleich, was bedeutet das für die Anzahl Jobs in diesem Gebiet beziehungsweise für die täglichen Fahrten. Ich gehe nun in die Planung rein und zeige Ihnen, wie sich diese Kennzahlen zusammenstellen oder wie man sich das Planen vorstellen muss mit ArcGIS Urban. Ich öffne das mal und Sie sehen bereits jetzt diese farbigen Flächen. Das ist genau der gleiche Datensatz, den ich Ihnen vorhin bei den Daten gezeigt habe, also der Zonenplan, die Bauzonenordnung in Zürich, mit den entsprechenden Regeln hinterlegt, also Regeln wie eben, wie hoch darf gebaut werden, wie viele Stockwerke sind erlaubt, welche Nutzung ist erlaubt. Ich kann Ihnen das gleich mal zeigen, wie das aussieht. Das ist jetzt in diesem Szenario Verdichtung und Baulücken, und ich wähle da mal eine Zone aus. Diese Zone, das ist heute, ist das eine Zentrumszone, eine sechsgeschossige Zentrumszone, und ich kann da reingehen und kann diese Zone entsprechend konfigurieren. Die Geschossflächenzahl, in der Schweiz die Ausnutzungsziffer, maximale Höhe, maximale Anzahl Stockwerke, wie tief darf ich in den Untergrund bauen, was sind Grenzabstände zu benachbarten Parzellen, erlaubte Nutzung und so weiter, und kann das entsprechend den gesetzlichen Vorgaben in diesem Gebiet so konfigurieren. Wenn ich jetzt da eine Umnutzung, eine Verdichtung plane, und ich mache das mal, ich habe da Zugriff auf die Parzellen, auf die Flurstücke in Zürich, ich wähle da mal eine Parzelle aus und sage jetzt, was möchte ich auf dieser Parzelle in Zukunft planen. Ich wähle da mal ein Studentenwohnheim aus, und jetzt wird basierend auf meinen gewählten Parametern, ich zeige die Ihnen gleich noch, wird da ein Studentenwohnheim generiert. Wir haben da, können die Kapazität berechnen für diese Parzelle, für dieses Flurstück, und sehen, mit der geplanten Konfiguration werden da später dann mal 234 Studentinnen und Studenten wohnen können. Jetzt, wie entstehen diese Kennzahlen und wie entsteht dieses Gebäude? Ich wähle da nochmals diese Parzelle aus, und Sie sehen da, ich habe direkt hier drin, kann ich sehen, was sind die Regeln, die ich hier definiert habe, und was ist die berechnete Ausnutzung in dieser Parzelle. Und ich kann da, ich könnte das jetzt mal überschreiben, und ich sage jetzt mal, statt 6 Stockwerke sind da 8 Geschossdecken erlaubt, und basierend dieser Anpassung wird das dann entsprechend visualisiert und auch wieder berechnet. Diese Geschossflächenzahl, das ist die Dichte, wie dicht darf hier gebaut werden. Ich kann auch den mal von 2,3 auf 4 ausweiten, und entsprechend dieser Änderung wird dann das Gebäude wieder anders visualisiert.
Jetzt die baulichen Nutzungen. Wir haben da jetzt 8 Stockwerke mit Nutzung Studentenwohnheim. Wie muss man sich das vorstellen? Wir haben da, das sind jetzt verschiedene mögliche Nutzungsarten, die sind frei konfigurierbar. Ich kann da meine eigenen Nutzungsarten hinzufügen. Ich kann da mal beim Studenten, bei dieser Nutzung wohnen Studenten, kann ich da mal ins Konfigurieren reingehen. Und Sie sehen, ich habe da verschiedene Parameter, die ich angeben kann. Als erstes mal Nutzflächenfaktor, wie viel Fläche kann tatsächlich genutzt werden, was ist die Bodenhöhe und dann Kapazitäten von wie viele Fläche braucht eine Person, wie viele Fläche braucht ein Arbeitsplatz. Was jetzt da noch, falls das eine Nutzung ist mit gewerblicher Nutzung, dann kann ich da die Fläche pro Arbeitsplatz angeben, plus eben verschiedene Parameter zu Energie und Versorgung. Das heißt, ich habe hier eine Liste an möglichen baulichen Nutzungen. Diese Liste, die kann ich frei erweitern, so wie ich das möchte. Und ich kann dann anschließend diese Nutzungsarten zu verschiedenen Gebäudetypen miteinander kombinieren. In dem Beispiel da haben wir jetzt einen Gebäudetyp Studentenwohnheim, der besteht aus einem Geschoss im Untergrund, aus einem Kellergeschoss und dann besteht er aus 1 bis 20 Stockwerken von dieser Wohnnutzung Studenten. Und wie das Gebäude dann visualisiert wird, das hängt von den gewählten Parametern hier ab. Das hängt von den gewählten Parametern hier ab. Und ich kann da mal als Beispiel, kopiere ich das und sag mal, machen wir da Studentenwohnheim mit Läden und fügen da im Erdgeschoss ein Gebäudeteil hinzu. Sagen wir, haben da drunter ein Geschoss mit Retail, also mit Einzelhandel. Und ich kann das jetzt da mal ändern und wähle dieses Studentenwohnheim mit Läden. Und entsprechend dieser gewählten Parameter wird das Gebäude dann anders visualisiert und die Kapazität wird dann auch entsprechend anders berechnet. Also wenn ich da nochmal auf die Auswahl gehe, dann haben wir jetzt noch 12 Jobs, weil bei dieser Nutzung Einzelhandel, da gibt es pro Quadratmeter eine Anzahl Jobs. Das heißt, insgesamt hätten wir in diesem Gebäude noch 12 Arbeitsplätze, die da entstehen. Und auf diese Weise können nun verschiedene Szenarien da erstellt werden, können miteinander verglichen werden und können für weitere Analysen dann auch verwendet werden. Ich schließe dieses Szenario da und möchte Ihnen in Zürich noch einen zweiten Entwicklungsplan zeigen. Und zwar haben wir ein Gebiet in Zürich West. Das ist ebenfalls ein altes Industriegebiet, das jetzt bereits in den vergangenen Jahren stark umgenutzt wurde, das auch in Zukunft weiter umgenutzt wird. Und da möchte ich Ihnen noch zwei schöne Features von Archis Urban zeigen. Das eine ist, und einige werden es erkennen, also wer sich in Zürich auskennt oder Fußball begeistert ist, der weiß, dass ja in Zürich schon seit langem ein Stadionkampf tobt. Und in diesem Gebiet ist das Hartumstadion geplant. Das heißt, wir haben hier eine Planung mit diesem Stadion mit zwei Wohntürmen und wir können da auch weitere für die Planung relevante Daten mit einbeziehen. Wir haben da eine Lärmanalyse gemacht und können aus dieser Lärmanalyse diese Daten da jetzt mit einbringen und sehen jetzt auch, welche Gebäude hier mit Wohnnutzung sind allenfalls stark von Lärm betroffen und müsste bei der Umsetzung dann entsprechend berücksichtigt werden. Also weitere Daten, die da verwendet werden können. Und wenn wir so eine Planung in ArcGIS Urban drin haben, dann können wir die jederzeit auch mit City Engine, der 3D-Modellierungssoftware, weiter verfeinern, dass wir eben beispielsweise Fassaden da machen oder eine realistischere Darstellung machen, indem wir beispielsweise noch Balkone oder Straßenszenen da hinzufügen.
Gut, damit schließe ich dieses Beispiel aus Zürich und ich möchte Ihnen an den Beispielen Basel und Hamburg noch einige weitere Highlights zeigen, die wir mit ArcGIS Urban abdecken können. Und vielleicht können wir Sie ja da auch inspirieren, diese Tools auch in Forschung und Lehre einzusetzen. Die Projekte habe ich erwähnt, die Pläne habe ich erwähnt. Ich möchte da noch die Indikatoren erwähnen. Mit Indikatoren haben Sie die Möglichkeit, weitere für die Planung relevante Daten in so ein 3D-Stadtmodell zu integrieren. Wir haben da in Basel Sensoren angebunden. Die Stadt Basel misst den Feinstaub und haben da diese Feinstaubsensoren ebenfalls mit eingebunden. Momentan ist die Feinstaubbelastung in Basel nicht allzu hoch und wir können die da in Echtzeit über die letzten 24 Stunden mit reinnehmen. Sie sehen die letzte Messung hier, die ist um 13.30 Uhr. Verlauf der Feinstaubbelastung an den verschiedenen Standorten. Auch das Daten, die allenfalls in die Planung mit einfließen, wenn es darum geht, eben auch Wohnquartiere zu planen oder Straßen zu beruhigen. Tempo 30 da als Stichwort. Sie können sich das gerne auch anschauen, da sollten Sie ebenfalls darauf Zugriff haben. Und den letzten Planungstisch ist noch aus Hamburg. Auch da möchte ich noch mal einige Beispiele zeigen, damit man sich ein bisschen besser vorstellen kann, wie diese Planungsplattform oder auch wie ArcGIS Urban aussieht. In ArcGIS Urban drin, ich habe es gesagt, die Grundlage ist ein 3D-Modell, die Möglichkeit, immer weitere Daten mit zu berücksichtigen. Daten wie beispielsweise, und Sie können hier gerne auch dann auf dieses Hamburger-Symbol mal klicken, über dieses Hamburger-Symbol Möglichkeit, weitere Daten ein- und aus zu blenden, zum Beispiel S-Bahn, U-Bahn-Stationen, die wir dann mit drin haben und die Planung ergänzen. Wir haben da weitere Projekte mit drin. Ein Projekt, da haben Sie bestimmt auch schon davon gehört, der Elbtower, also die Möglichkeit in ArcGIS Urban konkrete geplante Objekte zu integrieren und da auch direkt da drin wieder die Möglichkeit, gewisse Dinge zu messen. Also wenn ich mal wissen möchte, wie hoch dieser Elbtower tatsächlich wird, dann kann ich das direkt im 3D-Modell drin messen. Ich kann Sichtbarkeitsanalysen machen, also was ist woher sichtbar. Nehmen wir mal von hier, was ist von hier alles sichtbar, was wird allenfalls verdeckt, können direkt im 3D-Modell drin gewisse Analysen gemacht werden. Und ebenfalls Tageslichtsimulationen, Schattenwurf, auch das direkt im 3D-Modell drin. Jetzt haben wir da noch ein Projekt, und zwar ein neues Parkhaus für Fahrräder, das da in Hamburg geplant ist. Das ist das Resultat einer Studentenarbeit. Und zwar hat die Studentin hat da zwei Entwürfe für so ein Parkhaus da gemacht und hat das dann direkt in das Modell integriert. Hier noch ein zweiter Entwurf, ein bisschen mehr Avantgarde und der erste Entwurf etwas realistischer. Nochmal zum Zeigen, wie diese Entwürfe in ein 3D-Modell integriert werden können. Jetzt vielleicht haben Sie es beim Elbtower schon gesehen. Ich gehe da nochmal zurück zum Elbtower. Wir haben auch die Möglichkeit, direkt im 3D-Modell drin einen Beteiligungsprozess zu initiieren, indem wir so digitale Post-its direkt ins Modell integrieren können. Wenn Sie möchten, gerne auch, können Sie da Ihre Meinung, Ihre Vorschläge zu so diesem 3D-Entwurf direkt dazu geben. Wenn Sie da noch einen Vorschlag haben oder wenn Sie es gut oder schlecht finden, gerne da mitteilen. Jetzt Thema Bürgerbeteiligung. Partizipationsprozesse ist ein Punkt, den wir mit
mit ArcGIS Urban und mit so einer Planungsplattform ebenfalls machen können. Ich möchte Ihnen dazu noch ein zweites Beispiel zeigen und Sie dann da auch einladen, direkt mitzumachen. Und zwar haben wir für den Grasbrook ebenfalls eine Planung gemacht. Das könnte so aussehen, auch hier mit abstrakter Darstellung dieser Gebäude und auch der Möglichkeit, das realistisch mit realistischen Darstellungen zu versehen. Also da die Möglichkeit, hier mit Fassaden noch so einen Entwurf da zu integrieren direkt. Auch hier wieder die Möglichkeit, Bürgerbeteiligung direkt im 3D-Modell drin zu betreiben. Oder, und da komme ich jetzt auf das letzte Beispiel, dass wir das über so eine Umfrage machen. Und da, ich lasse das kurz einen Moment so stehen, entweder durch, wenn Sie auf der Seite sind, hier auf an Umfrage teilnehmen klicken. Wenn Sie über Smartphone teilnehmen, dann scannen Sie diesen QR-Code oder tippen Sie diese URL ab, arcg.is und dann /19yr5. Und ich spreche noch ein bisschen langsam, dass Sie da noch ein bisschen Zeit haben, das zu öffnen. Und sonst gerne auch im Nachgang, auch die Umfrage verschwindet nicht. Und ich öffne die mal und zeige Ihnen, wie so ein Beteiligungsprozess aussehen könnte, wenn man das über so ein Formular macht, ein Beteiligungsverfahren zu diesem städtebaulichen Entwurf. Ich habe das so konfiguriert, dass ich auch da wieder angeben kann, was habe ich dazu. Ich habe eine Idee. Sie können direkt auf die Karte klicken und den Daten einen Vorschlag einbringen. Ich wünsche mir Fahrradwege. Das einfach mal als Beispiel. Ich finde den Entwurf sehr gut. Ich habe ihn ja auch selber gemacht. Kann da noch meine E-Mail-Adresse mit angeben und kann das absenden. Ich lade Sie ein, das ebenfalls zu machen. Das ist auch zu Demozwecken. Also wenn Sie da was hinschreiben, wird das nicht unbedingt so gebaut. Falls jemand von der Stadt Hamburg gerade zuschaut, kann die oder der das gerne mit aufnehmen. Es geht darum, dass wir diese Möglichkeit haben, solche Beteiligungsprozesse zu initiieren. Und wir haben dann auch die Möglichkeiten, diese Daten direkt zu verwenden, als Beispiel auf so einem Dashboard mit drauf. Und das sind jetzt genau die Punkte, die wir jetzt gesetzt haben. Die Fahrradwege, die kommen von mir. Wir haben noch Lob und eine weitere Frage. Also wir haben da die Möglichkeiten, diese Daten direkt wieder in einer Visualisierung zu verwenden. In diesem Beispiel ist das ein Dashboard. So, und damit komme ich bereits zum Schluss dieser Demo. Kurz nochmal die Zusammenfassung. Wir haben mit der ArcGIS Planungs- und Infrastrukturplattform die Möglichkeit, Datenapplikationen zentral zur Verfügung zu stellen, Zugriff auf die Daten zu erlauben. Wir können diese Daten in Planungsapplikationen wie beispielsweise ArcGIS Urban verwenden, können dort Projekte planen, können dort Entwicklungspläne erstellen, Szenarien vergleichen, Masterplanung, städtebauliche Entwürfe erstellen und haben die Möglichkeit, einen Partizipationsprozess zu initiieren, entweder direkt im 3D-Modell drin oder sonst über so ein Formular, wie wir es jetzt zum Schluss noch gesehen haben. Zum Abschluss noch, ich hoffe, ich konnte Sie ein bisschen inspirieren. Die ganze Seite und alle Beispiele, die sind mit ArcGIS erstellt. Also wenn Sie sich dafür interessieren, schauen Sie sich das mal ein bisschen genauer an. Die Seite ist mit ArcGIS Hub erstellt, 3D-Szenen mit ArcGIS Online, die Planung mit ArcGIS Urban, Grundlagedaten aufbereitet haben wir mit ArcGIS Pro. Diese Umfrage zur Neugestaltung Grasbrook, die haben wir mit Survey 123 erstellt. Und diese Visualisierung hier, das ist ein ArcGIS Dashboard, das eben auch wieder auf diesen zentralen Datenteil zugreift. Gut, damit bedanke ich mich und gebe zurück zu Christian. Danke, Thomas. Ich hoffe, man hört mich.
Ja, sieht bei mir live aus. Gut, also wie Sie vielleicht gesehen haben, ist leider entfiel uns heute die Chat-Funktion. Sie konnten sich gar nicht mitteilen schriftlich. Ich komme nachher noch drauf, dass wir Sie auch bitten, eine E-Mail zu schreiben. Wie gesagt, Sie können, wir zeichnen das auf, Sie können das jederzeit wieder schauen. Ich habe aber eine Frage an dich, Thomas, noch, dass mir auch während in der Lehre, in der ETA immer wieder aufgefallen ist oder gekommen ist von den Studenten. Kann ich auch Geometrien editieren? Ich habe jetzt gesehen, zur Planung kann ich vor allem die bestehenden Attribute editieren und soweit ich verstanden habe, auch diese ergänzen. Kann ich auch direkt die Ecken und Kanten anfassen in ArcGIS Urban? Ja, das ist möglich. Es gibt da zwei Konzepte, die ich noch kurz erwähnen kann. Das eine ist, die Ecken und Kanten eines Flurstücks, die haben immer eine Ausrichtung. Man hat es vielleicht kurz gesehen mit den Grenzabständen in dieser Zone, Zentrumszone 6 drin. Da gibt es unterschiedliche Ausrichtungen der Kanten. Das heißt, wir können diese Kanten entsprechend ausrichten. Ist das jetzt eine Kante, die gegen die Straße Vorderseite ist? Ist das eine Kante, die gegenüber einer Straße auf der Rückseite ist? Seite, Innenhof und so weiter. Und dann entsprechend diese Kanten unterschiedlich behandeln, wenn es um Grenzabstände geht oder um Dachschrägen geht. Das ist das eine. Das andere ist, die Geometrien, die können editiert werden. Also wenn wir uns nochmal so ein Flurstück vorstellen, dann kann ein Flurstück beispielsweise kann gesplittet werden. Es können neue Geometrien gezeichnet werden. Es können Geometrien miteinander verknüpft, also gemerged werden. Und so gesehen hat man da die Möglichkeit, die man auch sonst aus dem GIS kennt. Als Ergänzung, es gibt für ArcGIS Urban, ich habe es erwähnt, ArcGIS Urban ist eine Web-Applikation, es gibt die Möglichkeit, all diese Pläne und Inhalte mit ArcGIS Pro auch zu öffnen und dort ganz normal in der GIS-Applikation zu bearbeiten. Gut, herzlichen Dank. Also ich finde es unglaublich, wie kreativ man auch mit diesem Produkt dann wirken kann. Und finde es ein geniales Produkt, das auch in der Lehre einzusetzen. Ich mache mal weiter mit meinen Slides. Gut, also wir haben gesehen, wir haben ArcGIS Hub gesehen, wir haben dann haben wir Web-Szenen gesehen, die Thomas verlinkt hat. Das ist dann pures ArcGIS Online. Und am Ende haben wir ArcGIS Urban gesehen. Und jetzt ist die Frage, haben Sie Zugang zu all diesen Lizenzen? Und da möchte ich ganz kurz Auskunft geben. ArcGIS Urban ist Bestandteil der ESRI Education Lizenzen. Die müssen speziell aktiviert werden. Also wenn Sie in Ihrem ArcGIS Online sind als Admin, gehen Sie auf Organisation, Lizenzen und sehen das bei den App Bundles. Sehen Sie dort, können Sie die ArcGIS City Engine und die ArcGIS Urban Pro User, Pro Named User aktivieren. Der Hub Basic ist, beim Hub gibt es Unterschiede zwischen Basic und Premium. Geht es da nicht näher drauf. Für Department-Lizenzen sind beide vorhanden. Für die Premium ist nur für die Institutional vorhanden. Und wie gesagt, diese Web-Szenen oder diese ganzen Daten, die als Feature Layer vorhanden sind, können Sie selbstverständlich auch in ArcGIS Pro öffnen, was auch Thomas gesagt hat, öffnen und bearbeiten und nutzen. Also Sie sehen, ich denke, Teilnehmer, die hier sind, Dozenten aus Hochschulen haben eigentlich Zugang zu allem, was gezeigt worden ist. Wenn Sie jetzt wissen müssten, ja gut, das war jetzt natürlich eine Quick and Dirty Session. Letzte halbe Stunde. Es gibt Learning Plans, also sogenannte E-Tutorials auf ArcGIS Online, ArcGIS Urban Essential Skills, links oben. Es gibt die klassische Webhelp, die Webseite für die einzelnen Knöpfe, What is ArcGIS Urban und Links. Und dann gibt es auch einige Blogs dazu, gute, coole Blogs, Beispiele, wie wir das jetzt auch gesehen haben, Hamburg, Basel. Und Zürich beispielen. Jetzt komme ich fast ans Ende. Jetzt ist nochmals die Schlüsselfrage ArcGIS Urban in der Lehre oder generell die ganze Urban Planning Geschichte von ESRI in der Lehre. Wir haben ja leider, wie gesagt, keine Chat-Funktion.
Deshalb bitte ich Sie, wenn Sie Ideen haben, Beispiele haben, schreiben Sie das uns auf education@esri.de. Ich selber habe, wie gesagt, auch schon in der Geoinformatik, in der GIS-Lehre oder in der GIS-Lehrveranstaltung hatte ich schon City Engine eingesetzt und das einerseits als Lektion, aber andererseits eben auch als Projekt. Und ich denke, Projektarbeiten mit eigenen Daten, für das ist ArcGIS Urban und die ganze Web-Scene von ArcGIS Online ideal vorhanden. Man kann dann diesen berühmten Special Data Lifecycle anwenden. Zuerst man spricht über das Design, wie man dann Daten erhebt. Wir haben gesehen, Sie haben mitgemacht mit Survey 123. Sie können in ArcGIS Pro editieren, geometrisch und Attribute und können dann die ganzen Analyse in einem ArcGIS Urban durchführen und können das am Ende eben auch zum Beispiel in einem Hub oder einer Story Map, ist ja auch bekannt, publizieren und sharen. Und ich denke, für Projektarbeiten generell, GIS in Projektarbeiten ist genial, aber auch speziell jetzt diese Urban Planning Geschichte, denke ich mal, ist super geeignet. Und Sie sehen, wie kreativ man sein kann. Man kann das eigene Schulhaus erweitern oder einen eigenen Campus. Man kann das Studentenheim, das jetzt vielleicht noch in der Stadt liegt, auf einmal neben den Campus stellen und sehen, was das bedeutet. Das haben wir gemacht. Und das finden die Studenten oder Schüler unglaublich, unglaublich cool, wenn sie da selber wirken können. Das ist meine persönliche Erfahrung. Gut, also wie gesagt, ich kann, wenn Sie selber auch Ideen, Sie haben bestimmt Ideen, Sie teilnehmen, bitte teilen Sie uns das mit, schreiben Sie auf education@esri.de Ihre Ideen und wir setzen das dann auf diese Folien, die wir dann auch online stellen und so profitieren alle von den vielen verschiedenen Ideen von Ihnen. Was haben wir für Zeit? Wir haben fast 13:42, sind sogar etwas früher fertig als geplant. Ich danke auf jeden Fall an Thomas für den super Vortrag, also für den super Einsichten. Auch ich habe wieder einiges neu gelernt und bin wirklich absolut erpicht, das mal selber auch wieder einzusetzen, anzufassen. Bitte geben Sie uns Feedback, was Sie über diese Serie halten, über diese Session heute, über dieses Seminar, aber auch ganz generell. Bestimmt haben Sie auch Themenwünsche selber, was Sie noch in der Lehre einsetzen möchten. Teilen Sie uns das mit über diese URL. Die können Sie jetzt auch da abschreiben oder mit Ihrem Handy den QR-Code abfotografieren und uns hier das mitteilen. Ich lasse es noch etwas. Wir fahren in einer Woche weiter, wieder mit einem GIS-Chat. Sie finden das, wie gesagt, auf GIS-IQ sind diese Termine notiert. Es geht dort weiter mit mobilem GIS, aber das können Sie alles nachlesen auf der GIS-IQ-Seite. Dieses Webinar jetzt, diese Reihe, das wird, wie gesagt, alles aufgezeichnet. Die Slide inklusive die Aufzeichnung werden Sie ab späten heute Nachmittag oder morgen auf GIS-IQ erreichen können. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Sorry nochmals, dass Sie am Chat nicht aktiv teilnehmen können. Das werden wir auf nächstes Mal korrigieren. Und ich weiß auch nicht, Thomas, möchtest du noch was sagen? Hast du noch ein letztes Wort? Vielen Dank und schaut euch ArcGIS Urban mal an. Wir sehen unglaubliches Potenzial dahinter und ja, folgt uns auf unseren Kanälen, ArcGIS Blog, GIS-IQ, da sind Sie richtig und dann wünsche auch ich noch einen schönen Nachmittag. Gut, vielen Dank. Auf Wiedersehen.